Das ist Michael Bargo, 18 Jahre alt. Er ist der Mörder von Seth Jackson, 15 Jahre alt. Alles wegen einem eskalierenden Streit um dieses Mädchen, Amber Wright, ebenfalls 15 Jahre alt. Das ist die Reaktion von Michael, als er für den Mord zum Tode verurteilt wurde. Entsprechend dem Gesetz wird dieses Gericht hiermit für den vorsätzlichen Mord an Mr. Seth Jackson Sie, Mr. Michael Shane Bargo, zum Tode verurteilen. Der Angeklagte wird den zuständigen Behörden übergeben und in das Florida Staatsgefängnis überführt, wo er inhaftiert und eng überwacht wird bis zum Tage seiner Hinrichtung. So, jetzt wird er noch über einige seiner Rechte aufgeklärt. Und das ist die Reaktion seiner Eltern. Die Dame in der Mitte, die Blonde, ist seine Mutter. Und ja, das sind seine Verwandten. Amber ist die Ex-Freundin von Seth, der ihr während ihrer Beziehung fremdging und sie schlug. Da sie inzwischen mit Michael zusammen war, drohte er ihn mit Gewalt, Vergewaltigung und Mord. Unter anderem sagte er, dass er ihr Haus niederbrennen werde. Deshalb schmiedeten sie Pläne, um Seth zu töten. Amber lockte ihn, mit dem Vorwand, wieder mit ihm zusammenkommen zu wollen, in ein abgelegenes Haus. Dort wartete ihr Freund Michael mit drei anderen Teenagern, unter anderem Ambers Stiefbruder. Sofort attackierten sie ihn mit Holzstöcken und Michael schoss auf ihn. Dann packten sie ihn in die Badewanne und brachen seine Beine. Als sie merkten, dass er noch atmete, stopften sie ihn in einen Schlafsack und zündeten ihn an und ließen ihn qualvoll verbrennen. Danach zerteilten und entsorgten sie seine Leiche, wobei Michaels Stiefvater, der von dem Plan wusste, half. Alle Beteiligten wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, außer Michael. Das sind Austin Myers, 18 Jahre alt, und Tim Mosey. Sie sind die Mörder von Justin Beck. Er hat mir von Justins Haus erzählt und sein Stiefvater. Er hat mir gesagt, dass Justin einen Safe hat, den er nicht verschließt, dass er eine Waffe hat und eine große Menge Geld. Wie viel Geld habt ihr dort erwartet? Austin sagte, dass dort einige Tausender seien. Also wir dachten uns, ein schneller Job, rein und wieder raus, boom, und schon haben wir etwas Geld gemacht. Dann haben wir einen Plan gemacht, Justin umzulegen, weil er im Weg war. Hier sieht man, wie Austin und Tim zusammen die Mordwaffen kaufen. Sie wollten Justin mit einem Drahtseil strangulieren und wurden dabei von mehreren Überwachungskameras gefilmt. Austin sagte, dass Tim ihn mit einem Drahtseil strangulieren wollte, aber dabei sein Kinn erwischte. Und dass er dann ein Taschenmesser zog und fünfmal auf ihn einstach. Der Plan war, ihn zu ersticken, sauber, ohne Blut. Aber ich erwischte ihn nur am Kinn, also bekam ich Panik und dachte mir, Scheiße, es läuft nicht so, wie es geplant war. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber es ist verdammt nochmal zu spät, um einen Rückzieher zu machen. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte, also zog ich ein Messer. Ich hatte eine Cargo-Short an und es war in meiner Tasche. Ich zog es raus und fing an, es ihm in den Rücken zu stecken. Er sagte, dass du derjenige warst, der den Abzug an der Waffe betätigt hat, als er bereits tot war. Also, was ich will, ist, ich will die Wahrheit wissen. Er sagte, du hast auf ihn geschossen und er ist sehr überzeugend. Hast du den Jungen erschossen oder hat er? Ich hab's getan. Hä? Ich hab's getan. Tim bekam lebenslänglich dafür, dass er gegen Austin aussagte. Austin wurde zum Tode verurteilt. Ihr seht jetzt seinen letzten Versuch, den Richter darum zu bitten, sein Leben zu verschonen. Obwohl ich einen schrecklichen Fehler gemacht habe, bin ich erst 19 Jahre alt. Ich glaube, dass es eine Menge gute Dinge gibt, die ich mit meinem Leben machen kann, wenn Sie wollen, dass ich mein Leben behalte. Das ist Gangmitglied Pedro Espinosa, 19 Jahre alt. Er ist der Mörder des 17-jährigen Sportlers Jamil Shaw. Und das ist Pedros Reaktion, als er zum Tode verurteilt wird. Das Gericht kommt zu einem Schluss und verurteilt wegen Mord ersten Grades, welcher unter den besonderen Umständen verübt wurde, dass der Angeklagte mit Absicht Jamil Shaw tötete, während der Angeklagte ein aktives Mitglied einer kriminellen Straßengang war und der Mord dazu diente, die Aktivitäten der Straßengang weiterzuführen. Pedro Espinosa zum Tode. Innerhalb der Wände des Kalifornier Staatsgefängnisses San Quentin, so wie es das Gesetz will, an einem Tag, der von diesem Gericht festgelegt wird. Das Schreckliche an diesem Fall ist, dass Pedro Jamil fälschlicherweise für ein rivalisierendes Gangmitglied gehalten hat und das nur wegen einem roten Rucksack.
Vor der Todesstrafe bekam der Vater des getöteten Jamil eine Gelegenheit, zu dem Mörder seines Sohnes zu sprechen. Seit 4 Jahren kann ich nicht. Ich glaube immer noch nicht, dass es passiert ist. Mein Verstand ist immer noch. Ich glaube es nicht mal, verstehen Sie? Sein Zimmer ist genau wie vorher. All seine Klamotten und Schuhe und es ist so deprimierend, wenn ich in seinen Raum gehe. Ich kann nichts darin verändern, weil ich kann nicht. Ich berühre etwas, will sauber machen oder etwas umräumen und an allem ist Erinnerung an ihn, verstehen Sie? Er hat mich als Person zerstört. Ja, ich lebe noch, aber ich bin zerstört, weil ich nicht darüber hinwegkomme, dass jemand so etwas tun kann, ihn zu erschießen, einfach nur so. Solche Menschen verdienen es nicht, unter uns zu leben. Sie verdienen genau das Gleiche, was sie anderen angetan haben. Mein Sohn ist tot. Der soll sich für immer daran erinnern. Er braucht die größte Strafe, die man kriegen kann, die Todesstrafe. Und von diesem Tag an soll er in der Hölle verrotten. Dankeschön. Das ist Dylan Roof. Er passt mit seinen 21 Jahren eigentlich fast gar nicht mehr in diese Liste. Aber wenn man ihn sich mal ansieht, dann merkt man schnell, doch, er passt sehr gut in diese Liste. Er ist ein Rassist und Massenmörder, der einen Rassenkrieg gegen Schwarze ausgerufen hat. Er ging in eine Kirche, setzte sich zwischen die Betenden und eröffnete dann das Feuer. Im Kugelhagel starben 9 Personen. Kannst du uns erzählen, was letzte Nacht passiert ist? Also, naja, ich meine, ich bin zur Kirche gegangen in Charleston. Ich hab's getan. Du hast was getan. Ich weiß, es ist manchmal hart, es zu sagen. Es ist nicht, dass ich es nicht sagen will. Ich will mich selber nur nicht schuldig wirken lassen. Deshalb mag ich es nicht, das zu sagen. Manchmal müssen wir der Wahrheit ins Gesicht sehen, der Realität. Wir wollen dir auch nicht irgendwelche Worte in den Mund legen. Deshalb fragen wir dich, was genau passiert ist. Naja, ich habe sie getötet. Also ich vermute, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wie viele Leute da drin waren. Hast du sie erschossen? Ja. Was für eine Waffe hast du benutzt? Eine 45er Glock. War das deine Waffe? Ja, ich habe sie gekauft im Waffenladen. Jedenfalls, ich saß da und überlegte mir, ob ich es tun soll oder nicht. Deshalb saß ich da einige Minuten lang und dachte mir, oh Mann. Weil ich wusste, ich hätte einfach wieder gehen können. Sie hat nichts gesagt wegen dem Teil an meinem Gürtel. Also ich hätte einfach wieder gehen können. Und das war halt das, worüber ich nachgedacht habe. Aber dann, naja, also. Ich habe mich dann letztendlich dazu entschlossen, dass ich es tun muss. Das führt mich zu der nächsten Frage. Warum musstest du das tun? Ich musste es tun. Wie kommt's? Das verstehe ich nicht. Also, ich musste es tun, weil irgendjemand musste etwas tun. Hier sieht man jetzt noch die Überwachungsvideos der Kirche, wie die Leute die Kirche betreten. Er kommt dann mit seinem Auto an und betritt die Kirche. Man sieht an seinem Gürtel die Tasche mit der Waffe und danach, wie er die Kirche verlässt, nachdem er 9 Menschen getötet hat. Dylan Roof wurde zum Tode verurteilt. Das ist Krista Pike, 18 Jahre alt. Sie ist die Mörderin von ihrer Klassenkameradin Colleen Slammer, die 19 Jahre alt war. Krista war mit einem Typen namens Daryl Shipp zusammen.
Beide hatten sich im Satanismus betätigt. Krista war eifersüchtig und befürchtete, dass Colleen ihr ihren Freund streitig machen wollte. Krista und eine Freundin von ihr namens Shadolla Patterson, ebenfalls 18 Jahre alt, sowie ihrem Freund, lockten Charlene in den Wald zu einer abgelegenen Fabrik. Sie sagten ihr, sie wollen sich vertragen und boten ihr etwas Gras an. Vor Gericht gestanden sie später, Charlene 30 Minuten lang gefoltert zu haben. Sie wurde beleidigt, verspottet, geschlagen und aufgeschlitzt. Unter anderem wurde ihr ein Pentagramm in den Brustkorb geritzt. Letztendlich tötete sie Krista mit einem riesengroßen Stein, den sie auf den Kopf schlug. Die Freundin bekam Bewährung dafür, dass sie auf schuldig plädierte, der Junge bekam lebenslänglich mit der Chance auf Begnadigung und Krista wurde zum Tode verurteilt. Der jüngste zum Tode verurteilte Verbrecher war erst 10 Jahre alt und dies geschah im Jahre 1872. Der Indianer James Arsene wurde von William Perchmeal dazu gebracht, einen schwedischen Einwanderer namens William Feigl zu töten. Ihre Beute betrug für beide nur 25 Cent. James Arsene wurde 13 Jahre nach dem Mord hingerichtet. Die Abgründe der menschlichen Seele sind tief. Aus all diesen schrecklichen Geschichten kann man aber auch immer etwas lernen. Und sei es nur, das Leben zu schätzen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr euch mehr und öfter Videos von mir wünscht, dann empfiehlt euren Freunden diesen Kanal und teilt meine Videos auf Social Media. Haut rein!